Die Naturwissenschaftler sind drauf und dran, unser Zeitalter, das wir bis jetzt als Holozän bezeichnet haben, das sind die letzten 10.000 Jahre, in denen die Temperatur so einigermaßen stabil war, dieses Zeitalter für beendet zu erklären und zu sagen, wir gehen jetzt ein oder wir sind schon im Anthropozän, im Zeitalter des Menschen, weil der Mensch zu der stärksten gestaltenden Kraft unserer Erde geworden ist. Und damit meint man die Geobiosphäre. Da kann man viele Beispiele erwähnen. Sie kennen sicher sehr viele ebenfalls. Leerfischung der Meere und. Es gibt einfach sehr viele, inklusive Klimawandel. Und ich glaube, dass die Benennung zum Anthropozän einfach eine ganz, ganz wichtige Botschaft mit sich trägt. Nämlich, dass sich unsere Verantwortung verändert hat. Solange wir nur ein bisschen an der Oberfläche der Erde herumkratzen und sie das jederzeit wieder wettmachen kann, haben wir so viel Verantwortung wie ein Kind, das keinen wirklichen Schaden anrichten kann. Aber wenn wir dieses System in seiner Funktionalität, uns Menschen zu erhalten und nicht nur uns Menschen, sondern andere Lebewesen zu erhalten, gefährden, wenn wir das gefährden können, dann hat sich die Verantwortung vollkommen geändert. Und für mich ist die Frage, was bedeutet das? Was bedeutet das im Zusammenhang mit Bildung? Was bedeutet das im Zusammenhang mit der Verantwortung des Einzelnen und mit der Verantwortung der Bildungsinstitutionen und logischerweise, weil ich an einer Universität tätig bin, der Universitäten? Und was ich da sehe, ist nicht sehr beruhigend. Es ist nicht so, dass ich den Eindruck habe, dass selbst eine Universität für Bodenkultur, die sich auch Universität der Nachhaltigkeit nennt, dass die junge Menschen entlässt, die sich dieser Verantwortung bewusst sind und die das Rüstzeug dazu haben, diese Verantwortung wahrzunehmen. Wir reden zwar jetzt, und das finde ich schon mal sehr erfreulich, auch im Wissenschaftsressort von Responsible Universities, von Responsible Science und meinen damit mehr Kontakt zur Wirtschaft, was ja auch durchaus positiv ist, sein kann, sagen wir mal so. Aber das genügt mir nicht. Es kann nicht nur darum gehen, dass unsere Verantwortung sich darauf beschränkt, die Wirtschaft zum Wachsen zu bringen. Im Gegenteil, unsere Verantwortung muss sich eigentlich darauf beziehen, die Wirtschaft so zu verändern, dass sie im Einklang mit der Natur ist. Und ich finde es ganz beachtlich, dass Studierende in 19 Nationen gemeinsam, Studierenden der Wirtschaftswissenschaften, einen Appell geschrieben haben, dass wir nicht nur eine Wirtschaftskrise haben, sondern dass wir eine Wirtschaftsausbildungskrise haben. Weil an den Wirtschaftsuniversitäten, weil an den Wirtschaftsfakultäten der Universitäten nur eine Wirtschaftstheorie gelehrt wird und nur ein Methodensatz gelehrt wird. Und das ist genau der, der uns in die Situation geführt hat, in der wir jetzt sind, wo wir von den globalen Herausforderungen reden, mit denen wir im Moment nicht wissen, wie wir umgehen. Das ist Klimawandel, Biodiversitätsverlust, wie ernähren wir die wachsende Menschen, die Zahl der wachsenden Menschen, wie sichern wir, dass genug Wasser verfügbar ist. Das ist alles auf der naturwissenschaftlichen Ebene, gibt es ganz vieles, was wir nicht wissen, wie wir das bewältigen sollen. Die UNO hat gerade vor kurzem ihre Prognose für die Zahl der Menschen revidiert, Ende des Jahrhunderts 11,2 Milliarden. Wir haben jetzt 7 etliche, also noch einmal die Hälfte dazu, muss man sich vorstellen. Wie werden wir das bewältigen? Und auf der anderen Seite haben wir solche Probleme wie eben die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise, die Verflechtung von kriminellen Organisationen mit der Hochfinanz und. Demokratiekrise, soziale Polarisierung, Migration und so weiter. Und alle diese Probleme hängen ja miteinander zusammen. Und wie rüsten wir unsere Studierenden, dass sie, wenn sie dann ins Leben treten, dass sie mit diesen Krisen umgehen können. Ja, wie rüsten wir sie, damit sie jetzt schon damit umgehen können? Wie lebt man mit solchen Krisen? Wie hält man das aus? Im Übrigen auch, wie lehrt man das? Wie bringt man es zustande, über diese Problematiken zu reden, in dem Maße, wie das die Wissenschaft uns zeigt, und gleichzeitig nicht Hoffnungslosigkeit zu verbreiten?
Es ist also eine echte Herausforderung. Und das aber in einem System, wo das Einzige, was zählt, ist, wie viele der eigenen Kollegen die eigenen Arbeiten lesen. Der sogenannte Hirschfaktor. Also wer zitiert mich? Das ist das eigentlich Wesentliche. Völlig egal, ob das relevant ist, was ich schreibe oder nicht. Hauptsache, es lesen es die eigenen Kollegen und zitieren mich. Also geht völlig vorbei an dem, was wir real brauchen. Was sagt man einem jungen Kollegen, der in der Wissenschaft bleiben möchte? Und wir brauchen aufgeweckte junge Kollegen in der Wissenschaft und Kolleginnen natürlich auch in der Wissenschaft. Was sagt man dem? Sagt man dem, vergiss das alles, kümmere dich um die wahren Probleme, dann ist er innerhalb kürzester Zeit aus dem System draußen und das System bleibt gleich. Wie bringt man den Spagat zustande, dass man in dem System sich doch halten kann und gleichzeitig etwas Sinnvolles tun kann? In meinem Alter ist das weniger Kunst, nicht? Ich muss nichts mehr werden. Aber die jungen Kollegen, die haben noch das Problem, wie kann ich im System agieren, damit ich nicht herausfalle, sondern damit ich das System ändern kann. Im Übrigen ein Punkt, der mir immer ganz wichtig ist, wenn ich es mit der Wirtschaft zu tun habe, und da schaue ich jetzt ganz gezielt auch da in die erste Reihe. Ein Wirtschaftsunternehmen, das mir sagt, ich tue schon alles, was ich kann, um Nachhaltigkeit zu ermöglichen, also von den Glühlampen angefangen, wie das so üblich ist, und vielleicht auch die Mitarbeiter motivieren, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich tue alles, was ich kann. Wenn dieses Unternehmen nicht gleichzeitig daran arbeitet, dass das System sich ändert, sodass die Nachhaltigkeit das Selbstverständliche wird, dann tun sie nicht alles. Und das trifft ganz besonders die großen Unternehmen, die tatsächlich Einfluss haben. Und das Schöne ist ja, dass nicht nur die Großen Einfluss haben. Wenn ich mir anschaue, was der Heini Staudinger mit seinem Protest an Diskussionen in Österreich ausgelöst hat und Veränderungen in Österreich mit einer kleinen Schuhfabrik im Waldviertel, dann denke ich mir, um wie viel mehr könnte eine OMV, könnte eine Föst, könnte eine Verbund, um wie viel mehr könnten die erreichen? Dass man am System arbeitet, ist etwas, was ich selber auch ernst nehme. Ich bin also massiv damit befasst, zu versuchen, die Universitäten zu verändern. Wir haben eine Allianz nachhaltiger Universitäten Österreichs gegründet. Wir sind schon 9 Universitäten. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass die Unterlagen, die uns vom Ministerium zukommen, weil wir irgendwelche Formulare ausfüllen müssen, Leistungsvereinbarungen abschließen müssen, dass dort die Nachhaltigkeitswerte drinnen stehen, dass dort Werte drinnen stehen und nicht mehr nur mehr Zahlen, Maßzahlen für irgendetwas, was man halt gut zählen kann. Das ist eine mühsame, langsame Arbeit, aber wir kommen Schritt für Schritt ein bisschen weiter. In den letzten Vorlagen für die Leistungsvereinbarungen kommt das Wort Nachhaltigkeit 58 Mal vor. Ich weiß schon, wenn es zweimal an der richtigen Stelle vorkommt, ist genauso gut. Aber de facto heißt es, dass auch diejenigen, die sich jetzt bis jetzt nicht damit beschäftigt haben, und von allen Universitäten in Österreich sind bis jetzt nur 9 bei der Allianz dabei, dann doch dazu angehalten werden, wenigstens einmal darüber nachzudenken, ja, was meinen denn die damit? Also da sind wir, glaube ich, schon unterwegs. Und die zweite Frage ist aber natürlich die, wie schaut es mit dem Einzelnen aus? Was gebe ich den Studierenden mit? Was brauchen sie? Ja, natürlich, ich werde dafür bezahlt, dass ich ihnen Metrologie beibringe und Gleichungen, und das tue ich auch. Aber das kann es nicht sein. Das kann nicht alles sein, weil, wie gesagt, was fangen Sie damit an? Nicht? Wenn Sie das dann verwenden, um die Wissenschaft einzusetzen, um noch mehr Schaden anzurichten, dann habe ich total versagt. Was können wir hier tun? Und ich glaube, da ist tatsächlich, sind Werte die einzige Lösung. Das Einzige, was wir machen können, glaube ich, ist den Studierenden Gelegenheit geben, sich an Werten, sich Werte zu erarbeiten und sich an diesen zu orientieren. Das bedeutet sehr viel Freiraum, sehr viel Gelegenheit zur Diskussion. Ich lerne ständig dazu. Ich habe also vor kurzem jetzt schon zum dritten Mal in einer Lehrveranstaltung die Rückmeldung von den Studierenden bekommen. Sie finden es so toll, dass ich ihnen Gelegenheit gebe, miteinander zu diskutieren.
also gar nicht mit uns, sondern miteinander zu diskutieren. Ich habe mir gedacht, das haben wir gemacht, ohne dass Lehrende uns die Gelegenheit gegeben haben. Wir haben einfach miteinander diskutiert. Aber wenn das heute so ist, dass man den Raum schaffen muss, dann muss man ihn eben schaffen. Es ist wichtig. Sie lernen voneinander viel mehr, als sie von uns lernen. Aber die Frage ist eben trotz allem, welche Werte vermitteln wir an der Universität? Und wir haben uns vor kurzem angeschaut, die Zeitschrift, die BOKU herausgibt. Und da ist auch ein Teil von der BOKU Alumni dabei. Und da haben wir ein sehr schönes Beispiel gefunden, eine Seite, wo am Titelblatt erfolgreiche BOKU-Absolventen sind. Ich rede von der BOKU, weil ich von dort komme. Ich bin überzeugt, es schaut anderswo nicht sehr viel anders aus. Erfolgreiche BOKU-Absolventen. Ich glaube, es waren 9 Gesichter, lauter Männer, alle in der Politik und in der Wirtschaft in Spitzenfunktionen. Das heißt, wir vermitteln unseren Studierenden, wenn ihr erfolgreich seid, dann erreicht ihr in der Wirtschaft und in der Politik Spitzenfunktionen. Da ist keine Künstlerin dabei, da ist keine gute Mutter dabei, da ist niemand, der sich um Flüchtlinge kümmert dabei, nichts. Spitzenpositionen in Politik und Wirtschaft, das heißt Macht und Geld. Wir vermitteln unseren Studierenden mit den Papieren, die wir ihnen geben, mit dem, was wir auf die Wände kleben, werdet reich und mächtig und wir helfen euch dazu. Nicht werdet glücklich, werdet reich und mächtig. Und das zu verändern, ist, glaube ich, das, woran wir arbeiten müssen. Es hat noch einen anderen Grund, warum ich glaube, dass das so wichtig ist, nicht nur, weil ich durchaus derselben Meinung bin, dass es eigentlich um Lebensqualität und nicht um Lebensstandard geht, findet sich auch in den meisten meiner Vorträgen, dann irgendwo ein Weg zur Lösung ist, dass wir nicht mehr über Lebensstandard nachdenken, sondern über Lebensqualität nachdenken. Und die Lebensqualität kann massiv steigen bei einem sinkenden Standard. Gar keine Frage. Aber es geht auch um etwas anderes. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die sich an Werten wie Kooperation, Empathie, Gemeinsinn primär orientieren und für die Werte wie Macht, Wettbewerb, Geld, Prestige, für die weniger wichtig sind wie die anderen, dass diese Menschen viel eher bereit sind, Handlungen zu setzen, die ihnen selber unmittelbar keinen Nutzen bringen, die fürs Gemeinwohl aber wahnsinnig wichtig sind. Zum Beispiel Klimaschutz, zum Beispiel Menschenrechte. Alle die Probleme, vor denen wir stehen. In der Literatur, die wir dazu verwenden, wird das als Common Cause Probleme und Problems bigger than self bezeichnet. Also Probleme, die größer sind als der Einzelne. Wenn ich nicht mehr fliege, wenn ich mit der Bahn fahre, statt mit dem Auto fahre, wenn ich die Stiegen zu Fuß hinaufgehe, ist das möglicherweise unbequem. Es bringt mir ja schon auch persönlichen Nutzen, weil ich gesünder lebe. Aber im Großen und Ganzen sind viele Sachen, die mir nicht selber unmittelbaren Nutzen bringen, die aber für das Gemeinwohl, für das Klima einfach ganz wichtig sind. Und die Menschen dazu zu bringen, dass sie das einfach von sich heraus ganz selbstverständlich machen, dazu bedarf es anderer Werte als die, die wir ununterbrochen hören, nämlich eben Wettbewerb, Macht, Prestige. Und das Schöne ist, wie erreicht man diesen Wandel in den Werten, indem man die für die Lösung der Probleme günstigeren Werte öfter anspricht. Werte, die öfter angesprochen werden, die werden eher wahrgenommen, die rücken eher in den Vordergrund bei denen, die es hören, die damit in Kontakt kommen. Das ist, manchmal vielleicht klingt das so unprofessionell, wenn man sagt, Verzicht auf den Wettbewerb, ich will auch nicht den Best Paper Award oder sonst irgendetwas austeilen, sondern ich will einfach eine gute Publikation hervorheben. Also diesen Wettbewerbgedanken immer wieder untergraben, immer wieder wegkommen von dem und zu sagen, ja, das ist gut gemacht, aber es gibt viele andere, die auch was Gutes gemacht haben. Also wegkommen von diesen Werten und immer wieder die anderen in den Vordergrund rücken, ist ein Teil dieses Vorgangs. Und ich versuche halt
da zu tun, was ich kann. Wie erfolgreich, weiß ich nicht. Und ich denke, das ist aber ein Teil unseres Berufes, dass wir nicht wirklich wissen, wie erfolgreich wir sind oder ob wir überhaupt erfolgreich sind und wir trotzdem nicht aufgeben dürfen und auch nicht aufgeben wollen, weil es eben noch sehr, sehr wahrscheinlich ist oder zumindest möglich ist, dass unter all den Studierenden, die durch die eigenen Hände gehen oder all den Leuten, die Vorträgen zuhören, wenigstens einer oder eine ist, für die das wirklich wesentlich wird, was man gesagt hat und für die das Leben verändert. Ich denke, das allein wäre es schon wert. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.